So Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Buzzwords Klitzen 4 natürlich wieder am Start. Ja, diese Folge muss ich leider absolut alles drüber synchronisieren. Das hat mehrere Gründe. Das war Gameplay, was ihr hier seht, von 3 Tagen. Ich habe die Base von Legendary, die heißen jetzt ZCC, also von Sparky, gefunden. Die haben mit der ersten Ordnung, die heißen jetzt hier, die haben sich umbenannt, was weiß ich, die heißen jetzt mal wieder die erste Ordnung, haben sich hier in Zuschauer wollen nur Frieden umbenannt. Ich habe die Base jetzt am Anfang hier ein bisschen ausgespottet. Die Raiden war auch noch hier in dem Video. Jetzt aber noch kurz, warum ich das Ganze super Dribble synchronisieren muss. Das Ganze ist, wie gesagt, Videomaterial von drei gesamten Tagen. Am ersten Tag war der Raid halt nachts, ne, war ein Offline-Raid, erkläre ich auch noch gleich was dazu. Und da konnte ich halt nicht sprechen, weil ich Familie habe und die schlafen möchten. Am zweiten Tag, da hat das Mikrofon nicht aufgenommen. Da seht ihr auch mich mit Facecam dann kurz gleich. Ist totaler Abfuck, aber egal, ist halt so. Und am dritten Tag, das ist heute wieder genau das gleiche wie am ersten Tag. Aber gut, passiert halt, kann man nichts machen. Naja, also am Anfang bin ich erstmal mit dem Sabertooth hin und hab mir genau reingezwiebelt, wo da was von denen ist, weil ich von der ersten Ordnung erstmal nicht so viel zerstören wollte oder töten wollte. Die haben nämlich mir nichts getan, außer dass sie Sparky aufgenommen haben, also quasi unter Schutz genommen haben. Deswegen, wie gesagt, wollte ich erstmal ausspotten, wem da was gehört und wo ich hin muss, wo ich lang muss, damit ich dem schade und nicht der ersten Ordnung. Habe ich dann ja auch gemacht. Ihr seht das hier, ich hänge jetzt da an dem Felsen dran und gucke gleich mit dem Fernglas runter, welche Dinos wo stehen und von wem sind. Das lief alles ganz günstig, die Positionen waren für mich sehr gut gelegt und die Defense von denen hat mir auch sehr gut geholfen bei dem Raid, das werdet ihr aber auch noch merken. Und ja, genau, Offline-Raid ist es, weil, das habe ich glaube ich in der letzten, vorletzten Folge auch nochmal gesagt, wir hatten Legendary, also Sparky, ich nenne jetzt, ich sage jetzt einfach immer Sparky, um diesen Tribe zu nennen quasi, die nennen sich nämlich immer wieder um, mal heißen sie Legendary, jetzt heißen sie wieder ZCC und so weiter und so fort, das sind aber alles dieselben. Sparky hatte, wir hatten ihn ja geradet, weil die Noobs weggebasht haben auf Doom, es ging ja über 1,5 Wochen oder so, jeden Tag kamen Nachrichten, jo, Sparky hat wieder, bla bla bla, und wie gesagt, Sparky ist jetzt nicht nur Sparky, sondern der ganze Tribe, Sparky hat wieder bei uns platt gemacht und bla bla, die kamen wieder mit 2 Rexen und haben bla 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 und so, ne, haben wir halt dann beschlossen, jo, alles klar, die machen wir weg, damit hier, ne, ein bisschen Spaß bei der Sache wieder ist, bei den ganzen kleinen Noobies, die sich neu aufbauen möchten. Daraufhin hat der gute Boy, ja, sein Tribe hat da die übelste Pussy-Nummer gezogen, hat sein Tribe umbenannt in Boom oder so, irgendwie, oder, nee, sein Tribe hat er in Boom umgenannt und seine Dinos in Sharks, ich liebe dich, und hat dann von meiner Base meinen 145 wild getamten Spino, der dann Level 244 oder so rauskam oder so, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall ein fast perfekt tamed Spino, der vor der Tür stand, weil er eben nicht durch die kleinen Gates passt, hat er mir umgebracht, offline das Ganze. Und hat mir 8 oder 9 Turrets und ca. 30 Pflanzen weggehauen, das hatte ich aber auch schon mal gesagt. Und ja, wie gesagt, ich spiele halt alleine und da sind halt 8 oder 9 Turrets, a 400 Schuss und 30 Pflanzen fucking awesome Aufwand, genauso wie der eine Spino. Und außerdem wird jeder platt gemacht, der mich irgendwie in einer PvP-kriegerischen ja, Auseinandersetzung angreift. Von daher habe ich mir gedacht, die Boys sind 3 Leute im Tribe und die meinen trotzdem, sie müssen mich offline angreifen und dann noch ihren Tribe umbenennen, damit ich nicht mal rausfinden kann, wer das war. Ja, so Leute, Alter. Ich habe dann auf Steam einen Bluff rausgehauen, ich habe Sparky angeschrieben, habe gesagt, so, yo, warum hat er mich angegriffen? Im Tribe-Log steht das, ne, euer Tribe-Namen ändern bringt nichts. Und daraufhin hat er sich dann selbst verraten, hat dann gesagt, so, ja, das war doch nur die Rache für B-B-B und hat angefangen zu weinen, weil das doch so... schlimm war. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, jo, okay, wir machen dich dann offline kalt. Das war dann ja vor 2 Tagen da, diese Auseinandersetzung, wo dann der Adrian da seinen Disconnect hatte und wir deswegen abbrechen mussten. Und ja, gut. Dann habe ich ihn ja auf Steam gefragt. Das war übrigens nach dem, das letzte war ja auch drüber kommentiert, der letzte Raid, das war nach dem ersten Offline-Raid quasi gegen die. Habe ich ihn dann auf Steam gefragt, jo, wie sieht's aus mit Frieden? Da war er auch tendenziell interessiert dran, hat mir dann aber ein Bild geschickt mit einem Grabstein, wo drauf stand Sharks Ehre. Warum auch immer der Dude das meinte, machen zu müssen, da habe ich gesagt, so, okay, Friedensangebot ist doch zurückgezogen, Junge, da habe ich mir gerade über anders überlegt. Ja, dann 2 Stunden später, ich hatte ihn aus Steam gelöscht, habe ich ihn wieder geaddet,
Warum auch immer, ich bin ein gutgläubiger Mensch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall wieder geaddet und habe ihn nochmal gefragt, Sparky. Ich wollte nochmal nachfragen, wie sieht's aus mit Frieden? Da meinte der, nö, jetzt geht's rund. Frieden, hier wird jetzt nicht mehr. Dann habe ich ihm gesagt, so, überleg's dir nochmal, ne? Morgen früh würdest du dir halt wünschen, dass du das Friedensangebot angenommen hättest. Ich werde nämlich dann heute Abend offline das killen, was ich gekillt kriege, und euch offline versuchen zu raiden, so wie ihr es ja auch bei mir getan habt. So. Da gibt es natürlich jetzt ein schwieriges Thema, finde ich, Freunde, weil da gibt es natürlich jetzt wieder die Jammerlappen, die sagen, der hat doch nur 8 Toads und ein paar Pflanzen weggemacht und du musst den direkt offline so hardcore raiden. Muss ich dazu sagen, das ist Pech. Man darf halt nicht die. Warum greift man halt auch einen Tribe an oder jemanden an, von dem man weiß, dass er stärker ist, beziehungsweise dass er ihn wegballern wird? Ich allein bin natürlich nicht stärker als die. Das sind jetzt mittlerweile da 6 Jungs allesamt. Aber meine Allianz, Leute, das wissen die. Das war auch dann sein Argument. Ja, wir haben den Tribe umbenannt, weil wir nicht wollten, dass du dann mit deiner Allianz kommst. Ja, Alter, was denkst du denn? Denkt der Junge sich denn, der kann hier Turrets schnetzeln, ohne dass was passiert? Oder dass ich dann auch nur dahin gehe und auch nur von ihm 8 Turrets schnetzle und dann wieder gehe? Nee, nee, nee. Rache ist immer, ne? Rache ist on point, sagen wir mal. Das ist halt einfach true. Also, ne? Wenn jemand, das habe ich, ich hatte im letzten Dingens-Video, wo ich die versucht habe, das auch mal angesprochen und gesagt, so, Alter, was ist, wenn euch jemand offline angreift, auch wenn er bei mir nur eine Wand weggesprengt hätte, so wie, ah nee, 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 der hat auch nur eine Pflanze kaputt gemacht, der wird trotzdem komplett geradet. Der sollte einfach die Finger von mir lassen, so easy ist das, ne? Ist halt Survival of the Fittest, das Game. So wird es halt gespielt, beziehungsweise so spiele ich es. Ich spiele nicht aggressiv, das heißt, ich greife nicht einfach grundlos jemanden an. Ich spiele auf neutral quasi. Wenn mich jemand angreift, dann, ne, ist Krieg so lange, bis er vernichtet ist, und wer mich in Ruhe lässt, mit dem habe ich auch kein Problem. So, hier seht ihr jetzt, habe ich dann all seine Dinos zu diesen Pillern pullen können, und das war insgesamt eine ziemlich, ziemlich nice Aktion, wie man auch hier sieht. Ich konnte die dann an eine Stelle locken, wo immer nur maximal 2 Dinos, einmal glaube ich auch 3, durchbeißen konnten. Und konnte dann so schnetzeln, musste halt immer wieder forcefeeden und so weiter und so fort. Hier hatte ich dann jetzt eine Position erwischt, das war noch perfekter, wo nur ich die treffen konnte, die mich aber nicht. Das war so das Nonplusultra dann, weil ich dann halt da einfach stehen, okay, es hat trotzdem 2 Stunden gedauert, alles zu killen, aber ich stand da einfach, hab sie weggeschnetzelt. Dann bin ich in deren Base rein, nachdem ich die Viecher weg hatte, und hab da geguckt, was sie da in diesem Bunker drin hatten. Da standen nämlich noch ein paar Rexe gemischt von ZCC. Und von der ersten Ordnung zusammen, da habe ich dann kurz überlegt und habe mir Gedanken gemacht, wie mache ich das am besten, weil ich wollte halt, ne, so viel Schaden anrichten wie möglich, ist ja klar. Und jo, habe mir dann gedacht, alles klar, nachdem ich dann halt gucken gegangen war, der Spinner, da gehörte auch zu ZCC, renne ich erstmal nach oben und ziehe mir rein, was da so kommt. Ich hatte nämlich die Vermutung, dass ZCC Space vor der Base von der ersten Ordnung kommt, weil dass ja quasi die Gäste bei denen sind. Also so hätte ich es gemacht, wenn ich jemanden bei mir aufnehme, dann wird deren, bauen die ihre Defense gefälligst vor meiner auf, dass meine Base dahinter steht, ne? Sag mal, aber das ist nur, ne? War dann aber nicht so, da standen nur noch Dinos von denen, da habe ich mir auch, als ich mich hochgegrabt habe, Todesschüsse eingefangen, und deswegen musste ich das dann doch irgendwie anders lösen, habe dann erstmal noch hier die beiden Rexe gekillt und hatte dann die Idee, wie wäre es, wenn ich einfach die Dinos von ZCC. Ich habe auch die von Erster Ordnung, ich glaube, ich habe die angeschossen, die waren aber nicht auf neutral. Wie wäre es, wenn ich die einfach den Hang runterlocke? Weil gekillt kriege ich sie nicht, wenn ich da, ich war halt allein bei diesem Raid, wenn ich da jetzt alleine in diese Buchse da reinrenne, bin ich tot. Und da war eben mein Plan, so viel wie möglich runterzulocken. Die von Erster Ordnung waren auf passiv, deswegen hat das da nicht geklappt. Aber die von ZCC haben halt super funktioniert, wie man jetzt sieht. Und dann klopfe ich mir die unten einzeln vor. Es sind dann ein paar Philo runtergejumpt, deswegen habe ich die dann da gelassen. Auf der anderen Seite ist aber noch ein Spino runtergedödelt, den habe ich dann aber noch bekommen. Also wie gesagt, Plan war, Grappling Hook nehmen, die anschließend einfach den Hang runterspringen, dann kommen sie schon hinterher, und es hat auch super funktioniert. Da kommen auch noch Kandidabutzens, die nicht ganz runtergejumpt sind, sondern die da so ein bisschen auf der Hälfte von der Klippe dann standen, aber hat mir dann gereicht, weil da konnten sie eh nicht hoch, die mussten sie dann auch ganz runternehmen, um die da hochzubringen. Einfach so ein bisschen abfacken, ne, wie er das halt auch tut. Die haben ja auch, das habe ich nicht aufgenommen, die Boys sind dann auch nackig zu mir gekommen, irgendwie zu zweit oder so, haben sich dann vor meiner Base immer Sachen gefarmt, das ging auch irgendwie über 2 Stunden oder so, und haben gemeint, sie müssen einfach die Wege mit Spikes zubauen. Ja, und nach so einer Abfuckaktion habe ich halt gedacht, ne, wisst ihr was? Warum sollte ich euch hier komplett gemütlich spielen lassen? Nö. Von euch mache ich jetzt auch so viel Trollen, beziehungsweise so viel Sacco Mio Blanco, wie es nun mal geht. Ja, das haben die Boys dann auch gekoppt.
Ich hoffe, sie haben sich dann auch drüber gefreut. Ich habe ja auch angekündigt, yo, ich raid euch Boys offline. Nachdem ich ihm das dann gesagt hatte, hat er mir auch übrigens über Steam geschrieben, so, yo, da wird dann eine Überraschung, wirst dich wundern, oder ich weiß nicht, wie er das geschrieben hat, irgendwie, du wirst dich wundern, wenn du an unserer Base bist, oder da ist eine Überraschung oder sowas. Dann habe ich mir halt schon gedacht, so, yo, die Boys sind halt safe umgezogen, ne? Und musste dann nur einmal den Strand entlang rennen. Das ist auch direkt deren Base, die da jetzt haben bei der ersten Ordnung. Das sind ungefähr nicht mal eine Minute mit einem Sabertooth zu Fuß. Also, ne, Pille-Palle. Aber gut, ja, da seht ihr jetzt gerade, wie ich den einen Spino da noch geschnetzelt habe, der runtergefallen ist. Und das war's dann. Das ist jetzt die Aufnahme vom nächsten Tag. Da habe ich versucht, mir einen Diplodokus für meinen Taxiservice, den ich eröffnen wollte, beziehungsweise möchte, ranzuholen. Da ist noch was passiert. Seht ihr, da hinten taucht ein Rex auf. Das war übrigens Sparky. Da habe ich da ein bisschen drauf geböllert. Das war auf jeden Fall ärgerlich. Da hatte er dann die bessere Ausgangsposition, weil ich da halt gerade was tamen wollte. Das hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht mitbekommen. Werde aber auch noch gleich sehen, was da passiert ist. Da habe ich dann ein paar Schüsse gedrückt. Laut einem Spion sei der wohl auch immer wieder zu meiner Base gekommen, wenn ich offline bin, und hat meine Dinos abgesniped. Ja, so viel möchte ich auch mal noch hinzufügen. Ich habe auch noch ein, zwei andere kleine Infos von einem Spion aus deren Tribe. Die werdet ihr aber wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Video dann sehen. Da, ja, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für, dass ich solche Infos natürlich durchgesagt bekomme. Müssen sich auch mal Gedanken machen, wer oder was da eventuell nicht so ganz, ne, die Schnitz hält, beziehungsweise nicht so ganz auf deren Seite ist. Das wird's auf jeden Fall doch. Das wird's richtig wundern, Jungs, dass ihr da. Ja gut, werdet da sehen, werdet da sehen. Da habe ich mir schon was Cooles überlegt. Ich habe nämlich echt eine gute Info bekommen und jo, da konnte ich ihn dann, wie gesagt, oder wie ihr seht, auch erstmal vertreiben. Der Boy kam dann aber wieder. Ich hatte hier den Diplodokus dann soweit betäubt. Bin dann zu ihm runtergeflitzt und wie ihr seht, tada, er ist tot. Ja, da hatte der Sparky dann auch, als ich dann in den Chat geschrieben habe, ich habe jetzt bald wer einen Taxiservice eröffnet, hat er dann auch gesagt, oder auch nicht. Dann bin ich direkt gucken gerannt und dann war er halt tot. Nichtsdestotrotz habe ich mir halt einen neuen gesucht, dem schnell betäubt. Da, wo der Boy übrigens jetzt auch liegt, beziehungsweise wo ich den getamed habe, da hat auch ein anderer Tribe wieder Gates in den Weg gebaut. Die fangen jetzt irgendwie alle an, auch noch ein Tribe, die Freshen Dodos, Gates in die Nähe von meiner Base zu bauen und die Wege dazu zu bauen. Die habe ich einfach gnadenlos weggesprengt. Die Base habe ich ja nicht mal angefasst, aber die Tore mache ich einfach weg. Und ja, die Freshen Dodos, die haben da in ihrer Base ganz viele Dinos auf neutral stehen. Deswegen konnte ich da die Wände nicht wegmachen. Da wollte ich nicht einfach rein und dann alles töten. Ich wollte erstmal mit denen sprechen und fragen, ob die vielleicht auch einfach wegmachen können. Das wäre nämlich die einfachste Lösung. Da müsste ich da nicht was kaputt machen und wir können im Frieden quasi nebeneinander wohnen. Ich möchte halt nur mehr die Gänge immer für mich offen behalten, sozusagen. Ja. Des Weiteren habe ich mir dann noch gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich mir als Defense Team of Hodorns catch. Da habe ich dann hier in Mail, glaube ich, Level 115 gefunden. War ziemlich nice, habe ich dann down gecatcht. Das ist die übelste Prozedur mit den Viechern, weil die Hitbox von denen so verbuggt ist. Ich habe da bestimmt, die brauchen zwei oder drei Pfeile maximal. Und batz, da liegt da. Und ich habe bestimmt 20 oder 30 pro Viech verballert. Das ist einfach so abnormal scheiße. Da sollten sie definitiv noch was dran schrauben, die Ark-Entwickler. Aber gut, Leben ist, wie es ist. Ja. Genau, dann habe ich mir einen Platz für die gesucht, hier oben auf der Klippe, dass wenn halt angegriffen wird, ich einfach die da auf neutral stellen kann und die dann die Klippe runterfliegen und die alle wegbursten. Der hat auch relativ, oder nein, der hat nicht so nice Stats. Ich habe mir dann auch jetzt noch ein Female gesucht. Zufälligerweise auch Level 115, war relativ witzig. Das war noch schwieriger mit dem Viech, weil die Hitbox, da habe ich noch mehr Pfeile reingedönert, aber mache ich nicht nochmal. Da habe ich mir auch am Anfang war der Plan, dass ich mir einfach alle tame, die ich so finde, aber nachdem ich dann gemerkt habe beim ersten, dass das überhaupt nicht geht, dass es so eine Ressourcenverschwendung ist an den Dingern, habe ich gedacht, komm, nimmst du dir einfach die beiden und dann brütest du dir ein paar aus. Ist relativ cool. Da ist der Plan von, dass ich mir quasi 20 Stück mache und sobald dann irgendwie ein Angreifer kommt, mache ich Take This Target, weil das Geile an den Dingern ist, die greifen immer nur die Reiter von den Dinos an. Also wenn jemand auf einem Rex sitzt und die dann angreifen, durch die dann auf den Rex schicke oder die den Rex angreifen wollen, greifen sie nicht den Rex an, sondern den Spieler, der oben drauf sitzt. Und das Ding ist, wenn man die auf ordentlich Damage drückt, auf ordentlich Damage Skill, was laber ich, auf ordentlich Leben Skill, dann bursten die richtig brutalst rein. Also dann kriegst du die, klar kriegst du die dann immer noch mit so 5, 6 Bissen down, aber wenn du 20 um dich drunter hast, bist du als Spieler halt einfach instant weg, ne? Und wenn ich die dann nicht auf den Dino gewisselt habe, dass die den angreifen, sondern auf den Spieler auch noch es geschafft habe,
dann kommt er halt nicht mehr weg, dann ist er halt einfach tot, das ist dann einfach so. Ja, da habe ich mir auch relativ schnell gedacht, machen wir uns mal noch ein bisschen Nachwuchs. Da ist auch, glaube ich, so, genau, doch, doch, das erste Kind war auch ein Female. Das ist natürlich auch immer relativ witzig, dann da zu stehen und zu whistlen. Aber so macht man es halt. Das sind die Arctic-Leute, ihr wisst es. Und da ist das kleine süße Ei. Das ist auch das erste Mal, dass ich von denen ein Ei gesehen habe. Da hatte ich auch dann erst Sorge, dass die Eier sich nur bei Kälte ausbrüten lassen. War dann aber doch nicht, hatte ich relativ Glück. Aber der Shark Super ist halt ein kleiner Glücksprobert. Naja, habe ich es natürlich hier schön ausgekämmt in meiner Campfire-Brutstation und pling, pling, ein schöner Female. Ja, die Morphodon. Das sind also quasi meine neuen Defense-Bestien. Bestien sind es jetzt nicht, aber gut. Ich habe auch übrigens, habt ihr schon gesehen, draußen ganz viele Behemoth-Metal-Gates gestellt. 5 Stück, damit man nicht mehr an meine Base kommt. Weil ich ja, habe ich auch schon mal in der Folge gesagt, meine Defense jetzt nicht mehr vor den Toren habe, sondern hinter den Toren. Dass die quasi erstmal, die müssen halt jetzt schon, um bis zu meiner Base zu kommen, über 20 Raketen verballern, damit sie überhaupt reinkommen. Ja, das ist quasi einfach nur nice. Weil, stell dir vor, du musst 20 Raketen wasten, beziehungsweise erstmal 8 Stück. Dann müssen sie gegen 6 komplett ausgelevelte mit, also es sind bis jetzt 6, da kommen noch mehr dazu, komplett ausgelevelte, alle mit Metal Armor equipped Drechsen kämpfen auf neutral. Das ist auch recht übelst. Und dann müssen sie nochmal 12 Raketen, glaube ich, sind das wasten, damit sie dann erst zu meiner Base können. Ja, also, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man es auch komplett schafft, dann überlegt man sich das zweimal, weil über 20 Raketen und ein ordentlicher Fight, vor allem die 6 Rexe down zu kriegen, da sitzen sie bestimmt, ja, 1,5 Stunden dran. Das ist nicht ohne. Wir haben ja auch zu zweit an einem so einem Rex immer 20 Minuten geknabbert. Das ist echt, das sind ordentliche Bestien. Naja, Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, weil eben rüber kommentiert. Morgen wird es auch nochmal cool. Bleibt dran, Leute. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm, dass das jetzt hier so drüber kommentiert ist. Das ist einfach jetzt mal eine Folge so. Kann ich leider auch nicht dran ändern. Wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Wir sind jetzt auch schon fast 600. Zumindest jetzt gerade sind wir irgendwie 572 oder so, wo ich das hier drüber kommentiere. Also, geht richtig ab. Danke für den Support. Bald haben wir die 1000 Leute. Das ist so awesome. Spielt mit. Das neue ARK-Update ist ja auch schon draußen. Ich denke, da habe ich auch schon was zugestreamt. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.